Hallo alle miteinander. Heute mache ich so eine kleine Übersicht des Kommentars von einem Abonnenten von mir, weil ich schon ziemlich interessant fand, das, was ich hier alles geschrieben hat. Hi, du könntest eventuell mal ein Video über die neueste PKS machen. Wir leben angeblich im sichersten Deutschland aller Zeiten. Gerade jetzt kam raus, 20. Februar, Obdachlose von Migranten in Berlin gemessert. 25 Kilometer von mir entfernt wurde einer von 12 Arabern mit Baseballschläger kaputtgeschlagen. Mann, Mann, ihre Lügen stinken bis zum Himmel. Ja, leider ist das so. Okay, dann schaue ich mal noch ein bisschen das Kommentar rein. Okay, hier. 28-Jähriger am Bahnsteig in Kirchheim von Unbekannten attackiert. Weitere bislang unbekannte Personen wurden auf die Situation aufmerksam, stiegen aus der S-Bahn aus und wirkten nach jetzigen Erkenntnissen ebenfalls auf den am Boden liegenden Reisenden mit Schlägen und Fußtritten ein. Heftig. Also bei manchen scheint ein wehrlos liegender, auf dem Boden liegender Mensch Killerinstinkt zu wecken oder sowas. Oder Sadismus weckt das in den. Naja. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung. Der 28-Jährige erlitt durch die Tathandlungen augenscheinliche Hämatome und Schwellungen im Kopf- und Brustbereich. Er soll von Glück reden, dass er noch am Leben geblieben ist. Also solche Tritte gegen den Kopf, die können tödlich sein. Einer der Unbekannten wird als etwa 20 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, mit schlanker Statur beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt mit einem roten T-Shirt, einer schwarzen Hose, einem Baseball-Cap bekleidet gewesen sein. Ja. Ich werde das nicht alles lesen, ich werde hier so ein bisschen aussuchen. In der Nacht von Dienstag, 12.03. auf Mittwoch, 13.03. wurde eine 28-jährige Frau in der Poststraße von einem bislang unbekannten Mann angegriffen. Der Täter griff die Geschädigte gegen 1 Uhr ohne erkennbares Motiv an, indem er ins Gesicht und in den Bauch schlug. Außerdem würgte er sie und brachte sie zum Boden, um dort weiter auf die Frau einzuschlagen. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und eilten der 28-Jährige zu Hilfe. Der Täter flüchtete daraufhin. Jo, diese unheimlichen Angriffe auf Frauen, die häufen sich auch. Irgendwie düster früh am Morgen oder in der Nacht scheinen irgendwelche Leute zu lauern, auch Frauen, und sie dann grundlos plötzlich zu verprügeln. Verprügeln sie dann. Ja, wahrscheinlich war sie nicht nach dem letzten Schrei der Scharia-Gesetze angezogen gewesen. So. Dann geht einer der Aggressoren plötzlich zum Angriff über. Er rennt auf sein Opfer zu und attackiert es. Während der ganzen Szenerie im Bild zu sehen, ein kräftiger Berliner mit Beigerhose, der mutig und unerschrocken versucht, die Kontrahenten zu trennen und sich dann schützend vor den angegriffenen 29-Jährigen stellt. Er ist es auch, der plötzlich laut ruft, Alter, pack das Messer weg! Und dann aus Leibeskräften noch einmal brüllt, pack das Messer weg! Doch vergeblich. Der Messerstecher jagt dem panisch fliehenden Obdachlosen hinterher und sticht ihn dann eiskalt und ohne zu zögern nieder. Ja, anscheinend haben Leute einfach, manche Leute so gar keine Hemmungen beim Messerstechen. Ja, die haben eine derartige Verachtung den Menschen gegenüber und so eine niedrige Hemmschwelle, dass das für die anscheinend gar kein Ding ist, einfach jemanden abzustechen. So. Da wurde jemand sexuell bedrängt.
Die Zahl der Messeattacken in Berlin hat den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht. Wie die Polizei auf Nachfrage des Tagesspiegels mitteilte, registrierte sie 2018 unter den Straftaten gegen das Leben, den sozialen Delikten und Rohheitsdelikten 2795 Taten mit einem Messer. Also diese Taten waren mit einem Messer irgendwie verbunden, ein Messer war im Spiel. Dies entspricht einer Zunahme um 58 Taten plus 2,1% und stellt den höchsten Wert seit Beginn der entsprechenden Auswertung dar, sagte der Sprecher. Ja, Leute, deswegen sind die Messerabwehrtechniken heutzutage so wichtig. Ja, man muss auch mit dem Messer selbst umgehen können. Man sollte vielleicht auch ein tragen. Also bis 12 cm stehendes Messer könnt ihr auch mitschleppen, um sich verteidigen zu können in so einem Fall. Weil es ist einfach mittlerweile notwendig, um sich wehren zu können bei sowas. Ja, die Leute tragen Messer und stechen sofort zu. Ist einfach unglaublich. Oft ist das auch so, dass man keine Zeit hat, eigene Waffe zu holen. Ja? Was auch, ob man da die Pfefferpistole hat oder ein Messer hat oder was auch immer. Weil die Messerangriffe so schnell sind, so plötzlich kommen. Ja? Und da muss man dann halt ein paar Sachen können. Man muss die Hand greifen können, man muss die blocken können. Man muss sowas trainieren und dann um diese Sache zu überleben. Ja. Manche sagen, ja, die Messertechniken, Abwehrtechniken funktionieren nicht. Ja, das hängt immer von dem Menschen ab, wie gut der ist, ob er jetzt trainiert hat oder nicht. Wenn er das jetzt einmal irgendwo bei YouTube gesehen hat und versucht, das anzuwenden, ja, ohne trainiert zu haben, hat er keine Chance. Man muss das schon eine Weile üben. Ja. Nicht jeder kann auf einem Seil balancieren. Ja. Aber diejenigen, die das üben, können das. Genauso mit der Messerabwehr. Es ist nicht so einfach. Es gibt auch keine Garantie, dass man immer abwehren kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man den Messerangriff überlebt, die steigt, wenn man trainiert hat, wenn man eine vernünftige Messerabwehrtechnik trainiert hat. Deswegen ist es schon wichtig. Und das wird immer wichtiger heutzutage. Also schaut auf meinen Kanal vorbei und unter Überleben, die Playlist, da könnt ihr dann ein paar Sachen sehen, die man trainieren könnte. Man könnte da auswählen, was euch gefällt und dann halt trainieren mit Freunden. Okay, ich wollte euch noch mal ein Video zeigen. Kleines Video. Ja. Also machen wir so. Wo ist denn das Mädchen, das schreit? Ich sehe das nicht. Tja, solche Szenen werden in Deutschland leider zur Normalität. Wenn man das Volk zu wehrlosen Schafen erzieht und dann das Land mit Kriminellen aus aller Welt flutet, dann ist das natürlich die logische Folge, dass sowas passiert. Ne? Wahrscheinlich derjenige, der hier verprügelt wurde, hat irgendeinen von denen angeguckt, ja, gewackt, hat jemand von denen anzugucken. Und dann gibt es schon mal Dresche dafür. Ja? Und das kann auch ruckzuck zum Messereinsatz kommen. Das ist denen vollkommen scheißegal. Ja, das ist so einen Deutschen abzustechen, ja, das ist denen wie einmal spucken, kein Ding. Ja, und unsere Politik fördert das Ganze, diese Entwicklung, und die wird immer schlimmer. Solange diese Leute noch, die bei der Flüchtlingswelle mitgekommen sind, noch schön versorgt werden, ja,
hält sich das noch einigermaßen in Grenzen. Aber stellt euch vor, wenn wir eine Wirtschaftskrise bekommen, wenn wir eine Inflation bekommen und diese ganzen Leute nicht mehr versorgt werden können von deutschen Steuerzahlen, was dann auf uns zukommt? Ja, dann wird sowas überall dann. Dann rotten sie sich in Gruppen, in Banden, bilden sie mafiose Strukturen und dann viel Spaß, Leute. Polizei kommt. Größere Krise da ist, dann kommt keine Polizei mehr. Und dann machen, was sie wollen. Warum machst du? Ja? Ja, so sieht's aus. Bis zum nächsten Mal.